Also komm, wir machen gar nicht mehr lang rum. Also, wie soll ich sagen, liebe Freunde, wie soll ich sagen? Es gibt Dinge im Leben, die passieren. Und ein Ding, das auch passiert ist, ist, dass ich gerade live bin. Nein, Spaß. Also, ich werde gleich mit einer Person skypen. Und diese Person kennen die ein oder anderen von euch vielleicht schon. Und diese Person hat bald sehr viel mit mir zu tun. Auf natürlich No-Homo-Basis. Hau raus jetzt. Alle so, hau raus, hau raus. Leute, man muss die Spannung auch so ein bisschen Dings, ihr wisst schon, so ein bisschen halten. Auf jeden Fall habt ihr vielleicht gerade in meiner Instagram-Story gesehen, dass ich über meine Küche rede. Und dass ich die jetzt verkauft habe für 500 Euro. Ja, für saftige, knaftige 500 Euro verschenkt. Und zwar hat das natürlich auch den Grund, dass ich hier ausziehen werde. Jetzt ist die Frage, liebe Freunde, wohin ziehe ich? Es gab einige Optionen. Ich habe mir einige Wohnungen angeschaut, auch in Köln. Ich war auf einigen Besichtigungen, aber WG mit Selina und Leni. Oh Leute, schwierig, schwierig. Neues WG-Mitglied. Er ist schwanger. Bünni und Zeddo. Ja, Leute, ihr merkt schon, die Spekulatius-Kekse werden hier rausgehauen. Es wird spekuliert. Ich überlege gerade, wie ich weiter vorgehen soll. Soll ich euch erst verraten? Oder soll ich erst die Person anrufen? Okay, Leute. Es ist raus, ja? Ich sag's euch jetzt einfach. Ich bin mit Selina zusammen. Anrufen. Jetzt sagen alle, ich soll anrufen. Erst verraten, schwör. Sag oder ich gehe. Verraten. Sag. Was? Was? Hä? Haha. Was? Prank? Was? Lol? Nein, nicht ernsthaft? Ernsthaft? Ja, liebe Freunde. Es ist mein voller Ernst. Selina und ich haben uns besser kennengelernt. Und jetzt sind wir zusammen. Und wir werden uns zusammen ein Haus kaufen. Nein, natürlich nicht, liebe Freunde. Was denkt ihr eigentlich? Alle schreiben OMG, Gänsehaut, Ehre. Nein, liebe Freunde, aber ich werde tatsächlich mit jemandem zusammenziehen. Ihr könnt euch wieder beruhigen. Ich werde mit jemandem zusammenziehen. Und zwar, wir rufen die Person jetzt einfach an. Wir rufen sie jetzt einfach an und vielleicht erkennt ihr sie an der Stimme. Okay? Ich zeige euch noch nicht, wer es ist. Skü, wer stört mich da? Also, es gibt jetzt folgendes Ding. Die wissen noch nicht, wer es ist. Sie sehen dich auch noch nicht. Okay. Aber sie können dich an der Stimme erkennen. Warte, ich muss mal kurz gucken, ob hier alles... sag mal was, kurz. Hallo, hallo. Okay, also müssten die alles hören. Oh, da sind schon ein paar Spekulationen im Chat. El Mago, noch nie von dem gehört. Kein Plan, wer das ist. Rick Fu. Der offizielle Reveal in 3, 2, 1. Es ist El Magi. Hey. Liebe Freunde, ich ziehe mit Mats zusammen. Jetzt denkt ihr euch so, was zum Königswinter? Du warst doch schon mal mit Mats zusammengezogen. Richtig. Das Ding ist nur, wir sind jetzt viel reicher als vorher und kaufen uns jetzt halt eine Villa. Nein. Liebe Freunde, genau, das ist es. Ich ziehe tatsächlich wieder in die gleiche Wohnung zurück. Yeah. Jetzt denkt ihr euch wahrscheinlich so, hä, warum? Wie, was ist das Ding? Ihr müsst euch Du hast mich vermisst. Du hast mich vermisst. Genau, einerseits das, ich habe Mats vermisst und Mats hat jetzt einen Ohrring, Leute. Wisst ihr, was das bedeutet? Nein, Spaß. So, der größte Punkt, warum ich ausgezogen bin, war ja, weil ich ein eigenes Büro haben wollte. Und wenn ihr euch noch an die Situation erinnern könnt, wisst ihr vielleicht, dass wir ein gemeinsames Büro hatten. Und das ist auch richtig geil gewesen. Aber wenn zwei Boys halt selbstständig den ganzen Tag drehen, schneiden, machen, telefonieren, dies, das, dann ist das halt schwierig. Und dann haben wir uns so vorerst mal getrennt. Aber wir sind halt einfach aneinander kleben geblieben, so. wir konnten uns nicht richtig loslassen davon. Und dementsprechend, liebe Freunde,
Wir haben auch noch ganz neue Pläne, die zeigen wir euch auch gleich. Dementsprechend ist die Situation jetzt so, dass ich wieder zurückziehe und Mats erzählt euch jetzt, welches Zimmer, wie, wo, wer hat. Yeah, also ihr müsst euch vorstellen, vorher waren wir halt hier, das war hier unser gemeinsames Büro, also jetzt, wo ich hier gerade immer noch sitze, also man kann das hier auch so ein bisschen erkennen, so hier drüben war sein Schreibtisch vorher. Und hier haben wir halt zusammen gearbeitet. Aber wie er gerade gesagt hat, ist das halt viel, wenn man hier zu zweit ist und der eine telefoniert und der andere gerade was macht und so. Und deswegen haben wir einen richtig fetten Plan. Und zwar, wisst ihr, ist die Wohnung doppelstöckig. Und wir haben uns überlegt, dass wir in den unteren Stock, da wo das Wohnzimmer und das Esszimmer ist, da bauen wir uns ein richtig krasses Office hin. Und zwar zwei getrennte. Also wir werden, ich weiß nicht, ob ihr euch die Wohnung ungefähr kennt. Kennt deine Zuschauer so ein bisschen die Wohnung? Die einen oder anderen werden es kennen von den Insta-Stories, die neuen halt nicht mehr, ne? Aber ich zeige euch gleich Bilder, wie das ungefähr aussieht. Ja, genau. Oder checkt einfach meine Story-Highlights ab, da ist die auch zu sehen. Spaß. Nee, das stimmt. Da kann man die Wohnung sehr gut sehen. Ich zeige euch gleich nur Bilder von dem Part, wo wir das Büro hinbauen. Genau. Ja, und auf jeden Fall, long story short, bauen wir unten, da wo das Wohnzimmer ist, kommt ein Office hin und da wo das Esszimmer ist, kommt ein anderes Office hin. Das ist richtig groß, lichtdurchflutet da direkt vor dem Balkon und wir bauen uns da so ein richtig krasses Office hin und da können wir dann halt richtig krass arbeiten, aber haben trotzdem halt noch jeder so seine Privatsphäre und so, dass wir uns nicht gegenseitig auf den Sack gehen. So. Genau. Wird's richtig geil. Ich habe euch mal sein Instagram in den Chat geschrieben, Leute. Dann könnt ihr da mal die Highlights anschauen und gleich schauen wir uns die Bilder an, wie wir vorhaben umzustellen. Hast du schon gesagt, wie die oberen Zimmer aufgeteilt sind? Nee. Genau. Das Zimmer, wo ihr gerade Mats sitzen seht, das wird mein Schlafzimmer. Mats hat sein Schlafzimmer nebendran. Und dann gibt es noch ein drittes Zimmer mit so einer Schräge. Das war mein altes Zimmer, für alle, die sich erinnern. Da machen wir so eigentlich dann so gesehen das Wohnzimmer rein, kann man schon fast sagen. Ne? So, ja. Also da wird so Chill-Ecke reingemacht und so weiter und so fort. Und genau, liebe Freunde, ich würde sagen, ich zeige euch jetzt mal die Bilder zusammen mit Mats kurz. So ungefähr soll das Glas dann aussehen. Also das ist die Art von Glas, die wir ziehen werden. Also wir werden zwei Glastrennwände reinballern in den unteren Bereich und dementsprechend auch dann jeder nebeneinander sein Büro haben und dementsprechend auch wieder genau, wird es halt unten nicht mehr direkt diese Wohnsituation mit Wohnzimmer und Esszimmer geben, aber wir haben halt dann da richtig geile Büros, auch neue Videohintergründe für euch natürlich, wir werden uns da richtig Mühe geben. Jetzt gucken wir mal weiter. Schauen wir mal als erstes das Bild. Vielleicht, ja, erkennt ihr ein bisschen was. Hier wird eine Glastrennwand hingemacht mit einer Tür, sozusagen hier. Dann ist hier ein Büro. Und hier drüben ist das andere. Hier wird die andere Glastrennwand reingemacht mit einer Tür. Und hier ist das zweite Büro. Und die beiden werden getrennt von diesem Pfosten plus hier nochmal eine Glaswand. Die ganze Sache wird schalldichtes Glas sein, also auch Mashallah Preise, liebe Freunde. Falls ihr wollt, könnt ihr auf PayPal 1 Euro unterstützen. Nein, aber genau. Aber Schall ist wichtig, dann muss ich mir nicht dein Geschrei immer geben, weißt du? Ja, genau, das stimmt. Einerseits das und wir drehen ja auch noch Videos. Ja, okay, das hat ja auch mit Geschrei zu tun. Aber ja, liebe Freunde, das ist so the big thing. Wir gucken mal, ob das alles hinhaut mit dem Glas. Ne? Es ist noch nichts fest. Vielleicht klappt es nicht. Vielleicht sagen wir doch, ey, wir machen uns irgendwie anders. Aber das ist zumindest der aktuelle Plan. Heißt, ich wohne bald wieder im Penthouse bei El Maggi. So. Ja, wird geil, es wird heftig und ja, wir geben auf jeden Fall Gas. Ja, also ihr könnt dann auf jeden Fall mit coolen Videos rechnen und alles weitere. Genau, liebe Freunde, das war's mit Special Guest El Margo. Hat mich gefreut, Freunde. Vielen Dank für deinen kurzen Auftritt. Ich überweise dir gleich, schreib einfach Rechnung. Mach ich. Die 1750 Euro kriegst du sofort überwiesen für die 10 Minuten.
Ja, klar, easy. Das ist gut. Wir hatten 2000 gesagt, oder nicht? Ja, aber wegen Ding. Guck mal, jetzt ist 19.13 Uhr. Wir haben 19.15 Uhr gesagt. Wenn wir jetzt aufhören, sind es 1750. Okay. Okay. Rechnung kommt rüber. Also, Kuss auf die Nuss. Hau rein, Bro. Hau rein, ciao. So, Leute. Oh.